Ach, Kettenkratz, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. So, dann geben wir dem Typ mal seine Platte und seine Materialien. Da bist du ja. Es gab einen weiteren Besuch von Alvent, höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich hab mich sogar gewehrt. Oh ja, das hab ich. Bin ganz Ohr. Ich hab sein Essen mit. Ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ich glaube, ich hab, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Der hat von den Sachen, die wir mitgebracht haben, jetzt maximal die Zutaten verwendet. Wow. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Okay. Was hast du denn erwartet? Wir haben 30 Erfahrung zu wenig für ein Level-Up. Nahrung verleiht dir vorübergehend Vorteile und Fertigkeitsstärkung. Mildurfs Essen hat die Erholungszeit für deine Konzentration verkürzt. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Und schauen, was Mildurf sonst so treibt. Lust auf gratis Essen? Okay, regionaler Eintopf. Niedrige Gesundheitsregeneration. Fallenlimit. Platziere mehr Fallen. Oh Gott. Buffs, die vielleicht später gut sein können. Aber ich weiß, dass ich persönlich meistens vergesse, dass ich sowas habe. Erstmal Donnerrücken. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Oder 2. Aber Steckdosen und Schalter setzen, Akutenshi, das sollte fast jeder hinbekommen. Fast. Der Dornrücken wird ihn niedertrampeln. Bring dich in Sicherheit! Dank der Schmiede, dass du hier bist. Geh rein, bis es sicher ist. Nö, das war jetzt easy. Fertigkeitspunkte ausgeben. Ich habe aber noch nicht den Bolzenschießer, ne? Lachen, ich habe mir bis zu meinem 25. Lebensjahr nicht getraut, an Strom zu gehen. Würde ich ohne Ausbildung auch nicht. Okay. Eine Steckdose setzen und einen Schalter. Wenn die Verkabelung in deinem Haus nicht von... Keine Ahnung. Von Planet der Affen gemacht wurde, ist das eigentlich kein Problem. Ich würde niemals einen Herd anschließen. Versicherungstechnisch alleine schon. Sieht aus wie eine Art Steinbruch. Ich würde niemals einen Sicherungskasten verändern. Also alles, was ne, in die Richtung geht, aber einen Steckdosen-Ding setzen. Naja. Weinchen? Nicht verschwinden. Herd anschließen ist mega easy. Grundsätzlich ja, versicherungstechnisch trotzdem schwierig.
keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Mehr Speicherpunkte braucht das Land. Oh Gott. Okay, wir gehen erstmal dahin. Und er ist voller Dornrücken. Oh mein Gott. Wow. Wow. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Okay, wir aktivieren mal kurz die Quest. Leben. Steht denn dabei Aufträgen? Das Fortdauern? Ja, ich glaube, das dauert nur ein bisschen. Rede mit dem Lehrmeister. Gott, wie unbekannt. Harte Außenhülle, die die synthetische Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwach gegen Schockschaden, stark gegen Säureschaden. Säure bringt nichts. Ich muss mir was anderes überlegen. Ja. Das funktioniert ja blendend. Das funktioniert blendend. Das war kein stiller Schlag. Jetzt muss ich gegen Pumba kämpfen. Möchte ich nur mal so anmerken. Die Otter greifen an. Die Otter greifen an. Move. Move. Ach, ich muss hier erstmal rauf. Ich muss die gar nicht alle besiegen. Der ist stark. Der war nicht und der ist. Epische Actionmusik. Die wow. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Wahrscheinlich ist da ein Loch im Berg oder so. Oder hier so ein kaputter Replikator. Gleichmäßig atmen. Die Dinger, die Maschinen bauen. Was als nächstes kommt. Komisch. Manche seiner Teile sind verändert. Wie von einer Überbrückung. Okay. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Rauf den Berg. Das
kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Entschuldigung, Schweinchen. Aber ich brauche dein kostbares Fleisch. Und deine wunderschöne Haut. Eigentlich eher Borsten. Aber okay. Das Ding brauche ich auch. Grünen Glanz. Bitterkraut. Das suchen muss ich denn nicht. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Wahrscheinlich. Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Hä? Also optisch zeigt er hier was an. Praktisch kann ich es nicht aufnehmen. Alte nach Fels. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Wie ziehst? Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Deutsche Kunden haben mir am liebsten. Machen die ganze Scheiß Arbeit. Das machen aber viele. Also zumindest viele, die ich kenne. Da kommt der Elektriker nur noch für die Arbeit, die auch ein Elektriker machen soll. Aus den Tiefen der Mine bringt Rauch. Eine Explosion? Dornrücken. Sie kamen also wirklich hier durch. Und die hier saßen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Nehmen wir wieder mit. Ich frage mich gerade, wie ich... Ah. Sinnlos, hier Säure einzusetzen. Wow. Wow, hat das viel Schaden gemacht. Kann das sein, dass die Dinger brennen können? Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass sie brennen können. Das jetzt mal auch ohne Säuren atmen. Ah.
Ich sehe nix. Geh weg! Zack! Hacke! Yes! Und wieder herstellen. Komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Baby. Fuck. Fuck. Was? Jetzt holen die schon Waffen aus dem Boden? Wo kommen wir denn da hin? Faceplant. Aua. Yes. Kurz Pfeile herstellen. Okay. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Okay, wir haben eine Spule freigeschaltet. Hier noch was an Items, da müssen wir weiter. Da hinten ist noch ein mittleres Vorratslager. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Ich finde gut, dass du das machst. Dann habe ich kein direktes Limit. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Ist das gesund hier? Das ist ein... Genug Lohe, um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Was? Zettel? Die Nachricht ist für Owend. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owend ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Schon wieder. Das ist jetzt schon die zweite Mine, die durch immer tiefer sprengen, sprengen, sprengen. Zu Problemen geführt hat. Ja, ja. So, komm wieder raus. Jetzt hast du schon ein bisschen gezockt, wie ist es? Also, mir macht es genauso wie Teil 1 Spaß. Du hast halt andere Gegnertypen, neuere Gegnertypen. Owend aber hat also heimlich in der Mine gesprengt. Ja. Um sie restlos auszubeuten. Bis Dornrücken dort einfielen. Vielleicht machten die Sprengungen ihnen den Weg frei. Das vermute ich mal. Aber woher?
Also, ich würde tatsächlich sagen, Kostik, wenn du die Art von Spiel gut findest oder magst, dann ist Teil 1 und Teil 2 bestimmt etwas, was du zocken kannst und solltest. Teil 1 ist von der Story und vom Gameplay mega. Ist eins der besten Spiele, die ich letztes Jahr gespielt habe. Und ich muss jetzt überlegen, was habe ich letztes Jahr alles gespielt. Ich bin... Das Beta-Update des BIOS, ne? Ich hadere auch, ob ich das machen soll. Ich bin da so zwiespältig bei einem Beta-Update. Tote Maschinen und eine Falle. Sieht aus, als ob jemand diesen Pfad hier freihalten wollte. Aber für wen? Also wenn wir unserem alten Lehrmeister hier begegnen, dann fange ich an zu lachen. Der sollte nämlich tot sein. Wir müssen geduldig sein. Hallo Lukascha. Lass uns in Ruhe. Wir haben nichts für dich. Wir müssen geduldig sein. Wir können dich nicht auf den Berg lassen. Es tut mir leid. Dieser Weg ist gesperrt. Bitte, geh weg. Dieser Weg ist gesperrt, Fremde. Wir werden dich nicht durchlassen. Wir müssen. Okay. Geduldig sein. Kann ich an das Lagerfeuer oder muss ich da auch? Ja, wer auch immer sie sind. Sie wollen wohl in Ruhe gelassen werden. Nee, das Lagerfeuer ist auf dem Berg. Und das ist auch auf dem Berg. Was? Der sollte nämlich tot sein? What the fuck? Ja, Teil 1. Der Mann, der uns großgezogen hat, der ist eigentlich in einer Explosion gestorben. Entschuldigung, Kosik, wenn ich da jetzt was spoiler, wenn du es noch spielen willst. I'm sorry. Dinge, die auch nur Raucher sagen. Lass es dir schmecken zu einer Zigarette. Ey, wirklich. Hey, Mädchen, halt. Es ist zu gefährlich. Hör auf zu sabbeln. Aber allgemein gesagt, Kosik, das Gameplay in Horizon ist eine extrem geile Mischung aus Sneaky und Action, wenn du möchtest. Und das macht unheimlich Laune. Auch gegen große Roboter, weil diese riesen Maschinen sind einfach nur geil zu besiegen. Aussichtspunkt. Hm? Wo ist denn hier... Okay, das kommt noch später. Ich gehe mal ganz kurz zu Arendt. Dass wir hier so ein bisschen Hauptquest weiterkriegen, weil sonst haben wir ganz viele Dinge nicht, die wir hier sammeln können. Ich
muss eine Brutstätte suchen und herausfinden, wie man sie überbricht. Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt was Interessantes. Ist das die Grenze zum Medium? Ich helfe gern. Perfekt. Dann mal los. Mitnehmen. Was hat die jetzt gesagt? Wenn man so mit Kämpfen beschäftigt ist, vergisst man zuzuhören, was die Leute reden. Hä? Ach da. Ozaran befreien. Ach so. Oh. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wuadis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Wisst ihr, wo ich Erend finde? Der Hauptmann verfolgt ein paar Dornrücken weiter westlich. Folge einfach den Flüchen, dann findest du ihn. Und wenn also du ganz unterwegs unverändert. Auf Dornrücken triffst... Lass ich keinen auf mich drauf fallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen? Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's Steine? Gut, Aloy. Rauchbomben, okay. Wenn ich was mal sagen. Ich habe auch kein Problem mit 4 Regeln. Also zumindest keine RAM-Probleme. Ich habe nur Kamera-Einfrier-Probleme. Okay, was haben wir hier? Jetzt mal wirklich, was haben wir hier? Die sagt das so salopp, aber was haben wir wirklich hier? Dass meinem Nachbarn bekommt, sei nicht auf 3200. Kannst du bitte drauf bleiben? Danke. Was offenbar hab ich hier? Braucht man für die Tür eine Art Schlüsselmodul. Vielleicht ist eins in der Ruine. Ah ja. Das ist das Schlüsselmodul. Eine Kiste. Die sollte hilfreich sein. Es sitzt fest. Es löst sich so nicht. Hier gibt's Daten. Nee, erstmal das da. In den Daten. Sion Lodge, Rezeption. Guten Tag, Gast. Vielen Dank für Ihre Buchung. Ihr persönlicher Zugang dauert. Was? Ed Raute und? Ausrufezeichen? Ist ein Code für die verschlossene Tür. Ah aber ja. Es braucht noch ein Schlüsselmodul. Das ist von außen. Das
Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Sachen für den Vorrat. Das war zwar nicht so gewollt, aber wir machen es trotzdem. Was? Was ein Rumpelpumpel ist das denn hier? Okay. Da ist ein Wildschwein. Ach. Ah. Okay. Okay, ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Oh je. Geht das da jetzt runter? Offensichtlich ja. Das wird nichts. Was? Mach einfach die Wand auf. Sehr gut. Die hat Oberarmkraft wie Popeye. Hier unten geht die Ruine weiter. Wohin jetzt? Ich finde das gut, dass Aloy wie mein Auto ist. Wenn es dunkel wird, geht automatisch die Lampe an. Finde ich sehr gut. Aber wo ist denn... Ach! Schau mal einer gucken. So, etwas mehr Licht hier unten. Dass der Fehler noch vor meinem PC liegt, bin jetzt gerade am überlegen, nicht einfach eine fliegende Verdrahtung zu machen. Sorry, dass wir... Ach, alles gut, Akutenshi. Also, wir sind ja aktuell gar nicht so viele im Chat. Zumindest, wenn ich der Zahl, die mir angezeigt wird, trauen kann. Und das ist nicht schlimm. Okay, da geht's wieder raus. Nee, geht's gar nicht. Da komme ich her. Okay, ich komme nicht mehr an den Vorsprung. Ich muss wohl anders da hoch. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie. So, einmal schauen. Kann es sein... Kann es sein, dass ich blöd bin? Nee, dass ich da die Kiste reinschieben muss. Mist. Das sitzt fest. Komm schon. Kommst du raus da? Runter damit. Das ist aber eine gute Frage, Isaac. Das ist eine gute Frage. Da kann man mal gerne einen Pin, also einen von den Prozessoranschlüssen oben verpassen oder so. Und dann kannst du Probleme führen. Okay. Wo geht's hier wohl hin?
Ah, ein Schlüsselmodul. Gut. Das heißt, jetzt können wir in das Zimmer rein, ne? Mutmaßlich. Haupttür. Dahin. Okay. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. So. Man braucht wohl auch einen Code. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt habe. Bitte was? Kohlestaub. Kann es sein, dass das jetzt Ad, Raute und Ausrufezeichen. Das und könnte eine 6 sein. Das Ausrufezeichen eine 1. Oder ist das kein und? Ist das ein SZ? Aber was ist denn eine Raute? Oder hat das was mit dem Mobiltelefon zu tun? Moment. Englische Tastatur. Und ist 6. Ausrufezeichen ist 1. Gibt's da... Ich glaube nicht. Das ist 6-1 am Ende. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, aber... 8-5-6-1. Nein. Ach, 1705. Ich muss einfach komplett lesen. Oh. Geschafft! Ach, ist wie eine Matheaufgabe. Einfach komplett lesen, hilft schon. Das verstaue ich für später. Ornament. Was ist dieses Ding? Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später. Der erste Stopp auf der Leck-mich-Keil-Tour. Weißt du was, Kyle? Deine Mega-Protz-Show für diese wichtigen Casino-Bosse, von der du die ganze Zeit gelabert hast. Das wird nicht. Aber weißt du, was wird? Unser Roadtrip-Baby. Viel Glück beim Verfolgen unserer Staubwolke, du Sack. Daraus, was ich damit mache. Oh je, 5000 EP?
Ui. Nett. Nett, 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 meine Freunde. Stärkt deine Entschlossenheit und verursacht begrenzt Zeit mehr Schaden. Ja. Haben wir jetzt ausgerüstet. Und das kann man aufbessern. Okay. Mehr Munition. Der Werkbank. Schien taumeln lässt. Wirksame Medizin. Trinkschleuder, Tränke. Häcksler. Verstaub mehr heilende Beeren. Ist ganz praktisch. Der Schlag verursacht 25% mehr Schaden. Nahkampf, Elementraserei. Ich glaube, ich mache jetzt mal so die ersten Fähigkeiten. Die sollten uns zumindest grundlegend minimal stärker machen. Geschlossen. So, dann gehen wir mal zu Arend. Armer kleiner Waschbär. Armer kleiner Waschbär. Mit Stolperdraht versehen. Hey, du! Soll sich lohnen, wenn du diese Bühne erledigst. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Renn mal durch. Ja, sehr fein. Das juckt den ja kaum. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Nur nichts Verdächtiges machen. Die Stolperdrähte machen kaum Schaden. Hallo? Ja, der juckt, das interessiert ihn gar nicht. Dachte ich mir doch. Viel besser.
Oh Mann, oh Mann. Das juckt den doch gar nicht. Das war der letzte. Oh. Hallo Schwester. Was für ein... Was für... Danke, Schmiede, dass du kommst. Stolpergrad ist praktisch, aber... Maschinenjagd ist... Selbst Asus, dann hast du keinen Fehler. Her. Ich will mich ordentlich bedanken. Das ist ein Feature, Akutenshi. Das ist ein Feature. Du verstehst den Nutzen nur einfach noch nicht. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Süden, verfolgen sie mehr Dornrücken? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Habe ich nicht so häufig benutzt. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Das ist nicht deine Spur. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Das ist ein bisschen wie Schnitzeljagd, Akutenshi. Den Fehler in deinem Rechner zu finden, hat was von Schnitzeljagd. Da ist seine Spur. Spuren. Vielleicht von Erend und der Garde. Maschinenteile. Ha. Oder auch nur Geld. Geld ist auch okay. Es dauert echt lange, bis wir unseren ungehobelten Typen wieder treffen hier. Da drüben kämpft jemand. Das hört man schon. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen.
ist er doch. Einer weniger. Das hier. Dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine öden Patrouillen am Nachmittag. Nur der Hammer. Nur der Kampf. Und der Schnaps. Aloy? Erend! Ach, den darf jetzt ich machen, oder was? Sure. Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Zur Abwechslung mal getroffen. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Mach sie zu Schrott, ey. Hätte ich das mal vorher gewusst. Fuck. Oh, der hat keinen Kanister auf dem Rücken. Hey, jetzt hat er doch wieder einen auf dem Rücken. Au, 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 au. Komm schon. Geht doch. Ah. Ich gehe in die Falle an. Gute Nacht. Alles klar, Kosik. Danke fürs Zuschauen und schönes Wochenende. Und eine gute Nacht. Hey, Leute. Können wir uns auf halbem Weg treffen. Ja, ja. Erstmal looten. Dann wird gequatscht. Du kennst das doch. Ja, ich muss erstmal Upgrades herstellen. Nur irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich irgendwann einen neuen Bogen kaufen kann oder so. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Schon gut. Deine Lunge braucht Rippen. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber
Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Na, stell dich nicht so an, ich komme. Wie bist du denn wieder hier runtergekommen? Es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Leb wohl. Warum klingt das so traurig am Anfang du jetzt? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach. Es ist nichts. Vielen Dank für dein Resub, aber nicht so. Akutenshi. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy, und du haust ab. Wer tut schon sowas? Aloy. Jemand, der keine andere Wahl hat. Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Der geht sich das gut. War mein Stichwort. Miss Chat ist neu geladen. Nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, nein. Du wirst anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Die Haut auch. Oh, das klingt gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Räume den Schrecken.